Sheriff bringt nichts. Philipp hat irgendwie gerade so die blöde Angewohnheit, überhaupt nichts zu sammeln, sondern ständig seine Lanzenträger die hat rauszuschicken. Ja, dann will er Störangriffe machen oder irgendwas schützen. Ja, das ist sowieso so, das merkt man auch beim Wolf. Die KI hat gerne eine hohe Priorität auf eine höhere Priorität auf hat nicht genügend Güter. Na, es fällt mir das scheiß Wort nicht ein. Die Leute, die Wirtschaft schützen sollen halt. Patrouillen, genau. KI hat gerne eine viel höhere Sammelpriorität auf die Patrouillen als auf die Armee. Und entsprechend kann man den Wolf super aushobeln, wie man auch bei Wannen und Trommeln gesehen hat, indem man einfach die ganze Zeit permanent seine Patrouillen abschießt. Der wird nie dazu kommen, eine fucking Armee auszubilden. Wo geht ihr hin, Schaufeln? Guckt mir die Tunnel an. Ach, hier ist ein Graben. Nee, da gehen wir um die Ecke. Blub, blub, blub. Und die Bullen ist wirklich wieder. Hast du das gesehen? Nee. Guck mal, der bei der Bliede vom Marschall. Siehst du die Falle? Ach so. Der Tunnelgräber hat sie ausgelöst. Okay. Der Tunnelgräber können durch Fallen sterben. Das wusste ich noch nicht. Unterirdisch. Gut. Ich spiele schon. Das ergibt auch Sinn. Das ist ja ein tiefes Loch. Na gut. Ja, also, das finde ich ist ein geiles Detail von Stronghold. Und was machen die Tunnelgräber jetzt? Ach, die haben jetzt eingeschüttet und man sieht es nur nicht. Und der eine da, der ist gestorben und seine Höhle bleibt. Okay. Das ist geil. Das finde ich jetzt cool. Detail, liebe Firefly, habt ihr klasse gemacht. Muss ich mal ein bisschen loben. Ein bisschen, einschmeicheln. Ein bisschen schleimen. Was willst du? Ah, ist ja ekelhaft, Zungenputzen. Ich frage mich ja die ganze Zeit, was Philipp immer mit seinen Lanzenträgern will, die er da ständig schickt. Der schickt die ständig hoch Richtung Richard? Richard? Ich würde sagen, der will zu Richard. Na super, was hat er sich im Bilderbereich zu ausgesucht? Das heißt, der hat einen Angriff gedroht gekriegt. Na gut, das ist wahrscheinlich jetzt vom Sheriff, wie es aussieht. Okay, das kann natürlich auch. Ja, ist gut. Es könnte der Sheriff sein. die Möglichkeit besteht. Ich ziehe es jetzt ein wenig in Zweifel, aber kann ja sein. Ich muss sagen, die Armbrustschützenzahl, die ist dann ab einem gewissen Punkt schon wirklich gar nicht mal so zu verachten. Ach du Scheiße, was steht denn da? Ja, das kommt schon echt an Wolf in Crusader 2 ran, wieder, der dann die gesamte Verteidigung zerballert dann. Alter, der Wolf in Crusader mit seinen fucking Störangriffen, ey. die vernichten dir alles und da kommt die Armee und die Armee, die guckst du an und denkst so, ach ja, ist so gut durchgemischt, die kriegt man eigentlich leicht kaputt. Wäre nicht vorher der Störangriff gewesen, der deine gesamte Verteidigung zerflext hat. Also, puh, der Bubi. Das ist auch so was Komisches mit Wolf und Templar. Also, Crusader 2 hat ja ein sehr klares Stärke-Ranking. Da kann man ganz klar sagen, der ist stärker. Der ist. Soweit ich das beobachten konnte, gibt es keine Gleichstand. Ist ja aber auch nicht verkehrt. So, ich war mir eine Weile lang nie sicher, wer ist denn jetzt eigentlich stärker, Wolf oder Templar? Einfach deswegen, weil der Templer, der schickt halt so als Armee so die richtigen Brecherleute, also wirklich nur Schwertis und Armbruster. Ich denke so, okay, das kann ja schon mal richtig wehtun und auch nur so richtig schwere Belagerungsgeräte und so. Und der Wolf verliert halt viele Angriffstruppen, weil das halt so Squishies sind, wie Bogenschützen oder die Bob Marleys. Tatsache ist, der Wolf zerflext den Templer. Es kommt vor, dass der Templer auch einen Wolfblatt kriegt, aber grob gesagt, in den meisten Matches, Wolf zerflext einen Templer. Einfach deswegen, weil irgendwie irgendwas am Wolf macht er besser. Seine Störangriffe sind nämlich gefährlicher. Und er hat den Bleeden-Bonus. Ist eigentlich wie der Titten-Bonus, der Bleeden-Bonus. Genau. Also der Titten-Bonus von der Prinzessin, so die nagelt auch alles nieder. Hast du einfach so ein paar Pin-Ups von Bartriböcken. besonders runden Steinen und so. Ja. Eisen willst du haben? Geile Triböcke aus deiner Umgebung. Ja. Ach, hey. Wenn du dann mit dem Tribock zusammen bist. Ey, Vibe, werfen wir mal ein Bier rüber. Ja. Mit dem spiele ich ja eigentlich. Ist doch praktisch, wenn du so einen Tripock in der Küche stehen hast. Aber apropos Tittenbus, ich muss sagen, ich fände es wirklich cool, wenn sie die Prinzessin für Crusader backporten würden.
Es ist so in Crusader 2 mein Lieblings-KI. Die ist schwach. Also gehört zu den schwächeren Leuten, so im Mittelfeld, aber eine schwächere. Aber die ist einfach cool. Vor allem dieser eine Spruch mit den Verwegen. Krieg ist so schrecklich, all das Leid, Blut, die aufgeschlitzten, Eingeweide, zerspritzenden Gehirne und alles. Das ist so, ich so, Alter. Das musste ich übrigens im Hörspiel unterbringen. Ich musste da unbedingt Günthers Lache dazu schneiden. Das war einfach notwendig. Ich wäre zu Fuß nach Nürnberg gelaufen, um die einen runterzuhauen. Jetzt hätte ich nicht gemacht. So. Das ist einfach der coolste Spruch von der Prinzessin. Aber Crusader 2 ist generell so eine Sache, die haben unglaublich coole KI-Lords. Muss ich sagen. Sehr charismatische. Also auch wenn man jetzt quasi hingeht und nichts Neues bringt. Oh! Das erinnert mich an was. Apropos nichts Neues. Du mit deiner, Age of Empires Karriere. Ja. Mamluken sind dir ein Begriff. Was? Mamluken sind dir ein Begriff. Ja, Mamluken sind mir ein Begriff von Age of Empires, ja, aber ansonsten. Genau. Weißt auch noch, was Mamluken eigentlich sind? War das nicht so, es hat mal jemand in Age of Empires in die Kommentare geschrieben, war das nicht so, dass das quasi das muslimische Gegenstück von Rittern war, quasi? Nein. Nee? Was völlig anderes. Mamluken sind die Vorlage für die Unbefleckten aus Game of Thrones. Es sind Sklavensöldner. Oh. Sklaven, die zu Soldaten ausgebildet werden. Was denn? Das sind keine Kamelreiter, die mit Säbeln werfen. Die wurden auch beritten und ausgerüstet. Ja, gut. Die waren vor allem auch häufig Leibgardisten. Als Beispiel Saladin, der hatte, was war das, 12.000 Mamluken als Gardisten. Und der hat auch bei der Schlacht von Hattin, ist er mit insgesamt 45.000 Leuten gegen 25.000 Christen gelaufen. Und darunter waren 12.000 Mamluken. Im Übrigen ist die Schlacht von Hattin deswegen passiert, weil der Befehlshaber an der Stelle, also der König von Jerusalem, Warnungen konsequent ignoriert und auch noch konsequent beschissene Entscheidungen getroffen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Mamluken also. Sklavensöldner. Und es gibt eine Riesengeschichte von Mamluken in diesem arabischen Sprachraum. Es geht sogar so weit, dass in einigen Herrschaftsgebieten sich Mamluken von den alten Herrschaftshierarchien losgelöst haben. Und eine Herrschaft der Mamluken aufgebaut haben. Das heißt, dass ein Mamluken-General sich dann selbst zum Sultan ernannt hat. So hätte man natürlich... Und jetzt lässt man das mal auch weiter auf der Zunge zergehen mit Stronghold. Ich wollte gerade sagen, so hätte man eigentlich einen Sklavenkönig machen können. Richtig. So, das ist im Prinzip die Lore hinterm Sklavenkönig. Und dann gucke man sich an, was er für Truppen schmeißt. Sklaven und Sklaven. Vor allem, der Witz ja, Sklaven und vor allem Sklaventreiber. Er ist ja so quasi der die Sklaven befreit und so zum Aufstand anführt und dann führt er die Sklaventreiber mit den Peitschen mit. Also, ja, Moment das ist mal. Ist ein bisschen Panne. So. Und da denken wir sich so, okay, auf der einen Seite, mein Applaus, also hier, damit man es hört, mein Applaus an Firefly für das Stück Recherche, um mal zu gucken, wie ist es denn mit Mamluken und tatsächlich also in dem Sinne Sklavenkönigen. Auf der anderen Seite wieder so verpasstes Potenzial, was mit dem Sklavenkönig am Ende wurde. Also der Sklavenkönig ist cool. Aber der hätte noch cooler sein können. Indem man entsprechend tatsächlich sich da mehr auf Historie beruft. Und dann gibt es da eben noch mehr Sachen. Also zum Beispiel auch mit den Kalifen und Sultan und hier Saladin. Saladin ist ja auch ein Sultan. Nämlich der Sultan von Ägypten, später Sultan von Ägypten und Syrien. Und dann noch Sultan von Ägypten, Syrien und Damaskus und hat dann den Kreuzfahrern so richtig in die Eier getreten. So, vor allem Damaskus hat Saladin deswegen bekommen, weil die Kreuzritter wieder dumme Entscheidungen getroffen haben. Och, greifen wir mal das neutrale Damaskus an, das uns Steuern zahlt. Und dann haben dann die Damaszener gesagt, okay, den trauen wir nicht mehr. Saladin, was hältst du von Team ab? Obwohl die ursprünglich mit Saladin verfeindet waren. Ja, also dumme Entscheidung. Wunderbar. Und das hat die Kreuzfahrerstaaten zum Untergang geführt. Damit hat's angefangen. So, also Saladin ist Sultan. Was haben wir noch für einen Sultan? Wir haben den Kim Jong-un. Wie man auch immer nur anspricht, übersetzt heißt der Löwenschwert. Okay. Das ist einer von den Herrschern, die
so ziemlich der letzte Herrscher, den Kaiser Friedrich auf seinem Marsch Richtung Wasser richtig in die Eier getreten hat. Weil er war so drauf, ey Alter, wir hatten hier einen Vertrag, dass ich einfach durchspaziere. Er sagte so, ja, aber weißt du, meine Söhne und so, und ich habe eigentlich keinen Bock mehr und so, und die sagen aber, nee, keinen Bock und so, und dann hat also Friedrich gesagt, okay, da hau ich ja jetzt aus Maul. Und hat praktisch deren gesamtes Herrschaftsgebiet erobert, und dann saßen die da so, okay, wir geben auf, ist ja gut, und wir geben dir Entschädigung. Bist du zufrieden, ja? Kein Ärger mehr? Okay, so, das war auch ein Sultan. Das heißt also im Prinzip ist damit sozusagen, könnte man sagen, der Sultan hätte eine Referenz auf diesen Werten Löwenschwert sein können. Und dann schauen wir weiter mit den Kalifen. Der Kalif wäre eigentlich der Feind von Saladin. Denn es gibt einen Kalifen, der so durch die historischen Gegebenheiten um Saladin herum Bekanntheit hat. Und zwar ist es der Kalif des Fatimiden-Kalifats von Ägypten damals. Und bevor Saladin sich zum Sultan selbst ernannt hat von Ägypten, hat er also damit gewirkt, dieses Kalifat zu demontieren. Man könnte also sagen, der Kalif ist möglicherweise, also soll möglicherweise der Kalif von Ägypten sein. Und so versteckt sich richtig viel schöne Lore drin. Und das ist so auch eine Sache, da denkt man sich so, ach ja, da haben sie eine richtig coole Palette aus Charakteren zusammengestellt. Und auf der anderen Seite denkt man sich auch wieder so, ah, da hätte man noch mehr machen können. Ist natürlich teilweise auch schwierig, noch mehr machen zu können, einfach wegen den Truppen, die es da gibt. Ich meine, was hätte man zum Beispiel mal Sklavenkönig machen können? Weil Sklavenkönig wäre effektiv die Wahl gewesen, man sagt, okay, wir nehmen hier die Sassanidenritter, die man aus irgendwelchen bescheuerten Gründen Sassaniden genannt hat, denn Sassaniden gab es zu der Zeit nicht mehr. Gut, das ist ja ähnlich wie mit den Derwischen. Ja. ja, die sind nochmal eine ganz andere Geschichte. Also mit den Sassaniden-Rittern. Aber im Prinzip von der Art von Truppe her wären sie sein Ding gewesen, dass man sagt, okay, der schickt normale Sklaven und der schickt die Sassaniden, als sozusagen die elitären Sklaven, die er befreit hat. Das heißt also, er befreit normale Sklaven und stellt die unter seine Herrschaft und er hat auch Mamluken unter sich. Dann wäre der Sklavenkönig, theoretisch gesehen, der hätte Mamluken generell sein können. Er wäre dann halt tatsächlich aber auch eine ultimative Nerv-KI, weil es weder mit Sklaven noch mit den Sassaniden würde er hier irgendwie den Lord gefährlich werden können, weil die ja... sondern tatsächlich eher Wirtschaft stören, Truppen auf offenem Feld stören und ja, an sich einfach nerven. Ach Richie, was machst du da? Aber wenigstens ein Baumeister hat sich wieder aufs Tor ausgetraut. Dafür steht jetzt der Baumeister vom Turm auf dem Boden, what the fuck? Hä? Richie, was tust du da? Ist voll, wahrscheinlich knallt ihm auf den Turm die Sonne zu sehr oder so. Hm. So bleibt das Pick schön warm. Ja. So, machen wir ein bisschen Zeug hier. Haha. Das vielleicht. Nee. Muss man gerade was testen bei Philipp. Ihr habt nicht genügend Güter. Ist seine Ausbildungsgeschwindigkeit nur so lahm oder liegt es daran, dass er zu wenig Land... Kauft er überhaupt seine Ausbildungsgeschwindigkeit. Das ist seine Ausbildungsgeschwindigkeit, oder? Der kauft Speere und Bögen. Nein, Quatsch, er kauft Schwerter und Rüstungen. Ah. Es gibt nämlich eine Burg, da macht er keine Schwerter und Rüstungen und hat trotzdem Ritter. Wobei es auch seine Startgruppen sein könnten. Vielleicht habe ich das nicht richtig. Weil ich das beobachtet habe, habe ich da nicht so ein Auge drauf geworfen. Aber ja, Philipp ist einfach ein lahmarschiger Ausbilder. Das ist genauso wie Friedrich. Du kannst Friedrich Waffen in den Hintern stecken, aber der ist einfach langsam am Ausbilden. Das Problem ist, er kommt ja nicht mal dazu, seine Angriffsarmee zu machen, weil er ständig irgendwie... Ja. Und solange er keine Angriffsarmee hat, kann ich ihm auch kein Ziel zuweisen, dass ich mal sage, er soll endlich aufhören, ständig da querfeld einzulaufen, sondern vielleicht sich mal ein bisschen auf was Sinnvolles zu konzentrieren. Mann. Eine Nachricht von König Philipp. Oh,
Da lobe ich mir glatt das System von Crusader 2, dass die KIs extra Angriffstruppen spawnen, wenn du den hier jemanden angreifen lässt, dass sich das tatsächlich positiv auswirkt, hier den KIs Befehle zu erteilen. Mhm. Während du hier den KIs meistens so in ihre Pläne reingerätscht, wenn du sowas machst. Ja, das ist Crusader 2 ist eh so eine Sache. Also da möchte ich auch mal dringend oh fuck. Es rennt hier alle in seine Armee. Oh nein. Ja, super schöner Schuss in den Ofen. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Puh, Junge. Könnte man den Philipp da kaputt machen, das wär's doch mal. Mann, was hat der Philipp denn? Oh, da kam mir auch letztens so ein Gedanke, sowas Architektonisches. Und wegen so das Grundprinzip von Sternforts, aber im Mittelalter als Burg. Das heißt, du hast dann nicht einfach so die Spitzen als Bastion, sondern hast so spitze keilförmige Türme. Ich glaube, das sähe echt geil aus. Und es hätte eben diesen, Bonus, dass keine toten Winkel existieren. Die Sache ist halt, Türme werden halt historisch immer da platziert, wo tote Winkel drohen. Und dann werden sie dahingestellt, um toten Winkel räumen zu können. Das Problem ist nur, dass Türme wieder neue tote Winkel für Nachbartürme erzeugen. Und das bedeutet, dass Nachbartürme nicht helfen können an diesen Stellen. Und im Mittelalter war das okay. Zum Zeitalter der Kanonen war es nicht mehr okay. Zum Zeitalter Kanonen war es gefährlich, wenn sich nur ein einziger Turm gegen Kanonen wehren kann. Und entsprechend hat man da also diese Sternforts konstruiert, dass halt ein Nachbarturm mithelfen kann. Beziehungsweise im Fall der Sternforts Bastionen. Es gab gelegentlich auch Batterietürme und solche Sachen, aber die waren dann da eben wieder rund und so. Was, eine batteriegetriebene Türme? Ja! Das Wort Batterie ist generell immer so komisch, dass das sehr seltsame Doppel-Dreifach bedeutigen. Ja. Huch, du bist Stuf. Kriegst du Stuf, Junge. Da, Stuf, Junge. Aber ja, wenn man das als Grundriss hat, dann das wäre auch schon bei Burgen echt geil gewesen. Nur ist man halt bei Burgen nicht drauf gekommen, weil es nicht nötig war. Was denn? Sie kreisen über meine erbärmlichen Burg. Mal wieder. Was? Die machen Dauerkreiser. Das ist wie mit der Krähe. Wie mit den Krähen in Stronghold 1. Die sich über den... I feed your eyes to my crows. Oh, ich finde das ja schön, dass die KIs, die in Crusader 2 recycelt sind, die zitieren auch alte Sprüche. Das merkt man aber noch im Englischen. Im Deutschen haben die nicht so drauf geachtet. Aber im Englischen haben die wirklich teilweise 1:1 die gleichen Sprüche. Das wäre so ein schönes Beispiel dafür. Ach ja, im Deutschen sagt der Wolf in Crusader 1 ja dieses, könnte mir irgendwer vielleicht diese Pestbeule vom Hals halten. Im Englischen sagt wer, is there no one who can rid me of your irritating presence? Das sagt er in Crusader 1. Und das sagt er in Crusader 2. Und natürlich klingt er in Crusader 2 besser. Also der englische Wolf in Stronghold 1 ist... Ugh. Es ist ja wahrscheinlich ein anderer Sprecher, oder? In Crusader 2 dann. Oder ist ja. Das ist ja auch der ist ja auch ein alter Wolf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein... Ich meine, entweder ist es ein neuer Sprecher, oder er hat sich seine gestellte Stimmverstellung abgewöhnt. Aber der Kalif ist, glaube ich, der gleiche. Das weiß ich halt, im Englischen weiß ich es halt nicht, aber im Deutschen ist es halt der gleiche Sprecher noch, das ist das Lustige. Das merkt man bloß so spontan nicht, da muss man wirklich genau hinhören. Ja, die Sache ist, ich habe Crusader 2 die meiste Zeit nur auf Englisch und auf Italienisch gespielt. Dazu kommt, ich kann fast gar nicht Italienisch. Ich bin ein bisschen bei Duolingo italienisieren, aber auch sehr inkonsequent. Aber ich habe es einfach deswegen auf Italienisch angeschmissen. Weil so viele Voice Actor einfach so cool klingen.
Vor allem der Wolf klingt da einfach richtig klasse. Hm. Das war viel so. Es gibt natürlich auch im Italienischen ein paar Sprecher, die so sind. Ja. Ich glaube, die italienischen Armbrüster sind auch so ein bisschen nervig, aber bei weitem nicht so grässlich wie die englischen. Hm. Boah. Kann jetzt endlich mal jemand sterben, so Richie oder Philipp? Strengt euch mehr an. Eine Nachricht von König Philipp. Oh, zu langweilig. Bitte geht mir nicht mit euren lächerlichen Forderungen. Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid unsere einzige Hoffnung. Hm. Ach ja, und was du in der Kampagne noch gar nicht angemerkt und auch noch nicht richtig beobachtet hast, das Schwein baut böse Sachen. Hm. Und zwar die gesamte Palette. Er hat von allem etwas. Juhu. Abwechslung. Das ist einfach aus einem einfachen Grund, weil wirklich, warum hat Firefly das nicht getan? Ja, stimmt schon eigentlich. Ich meine, von dem, was man von ihm weiß, vom Charakter her, ist er eigentlich der grausamste Herrscher, den es überhaupt gibt. Vielleicht neben so Leuten wie ein Kalif oder so, die auch unglaublich grausam dargestellt werden. Aber trotzdem, so von europäischen Herrschern müsste der Schwein eigentlich der grausamste sein. Da wird er ständig schon in der Hauptkampagne erzählt, wie er die Leute unterdrückt, wie er, vor allem wie er Wulzek noch ermordet hat und alles Wulzek, mögliche. Genau. Hör, zuerst habe ich dies getan, dann habe ich ihn mit Butter eingerieben, dann habe ich ihn massiert und dann in die Eier getreten und dann ist er gestorben. Also das war, das hat die wirklich so, hab die Burgen gemacht und war mit den Burgen zufrieden und so, also ich habe die erste Burg da vom Schwein da gemoddet. Ich dachte, das ist schon cool, das gefällt mir, das behalte ich so. Sag ich, Moment mal. Der braucht fucking nochmal böse Dinge. Hm. Zumal es bei Streitkolbenkämpfern nicht schadet, die ein bisschen zu nerven. Und so habe ich jetzt also jede Burg des Schweins darauf geguckt, dass er von so ziemlich nach Möglichkeit jedem etwas hat. Zum Glück haben meine KIs nicht viel, viel Geld. Ja, gut, ich. Ja, der Sheriff ist jetzt nicht der schnellste Geldrauschleuder eigentlich. Ja, du hast keinen, der richtig ausgibt. Ja. Das ist es ja. Der Sheriff sollte mal aufhören, diesen blöden Steinbrutter ständig zu besetzen, ey. Kalif! Nein, 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 du gehst jetzt zu ihm! Du machst Scheiße, Junge. Was tust du jetzt schon wieder, Kalif? Du blöder Pisser. Okay, Schweine, mach du das. My Master agrees. Ja, hoffe ich doch. Alter. Will der Kalif wieder dich haben? Bis jetzt hat er noch nichts gesagt. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Huh. Schwein, wo sammelst du? Eine Nachricht von König Philipp. Oh, zu lang. Philipp, hör auf mit dem Scheiß. Echt mal, Philipp, stirb doch einfach. Sterb doch einfach, das ist imperativ. Stirbt doch einfach. Genau, Philipp, stirbt doch einfach. Oh. Auch mal weiter. Die Waffenkammer ist voll. Eine Nachricht vom Kalif. Ach ja, wie man auch hätte. Die Waffenkammer ist voll. Eine Nachricht vom Kalifen. Er ist ja voll eine Nachricht vom Kalifen, diese Waffenkammer. Oh, Schwein, der tut was. Ach übrigens, ich habe die Maginot-Linie von Philipp nochmal so richtig geil gemacht. Man gucke ja mal beim Turm hin, da ist eine Treppe. Jede dieser Maginot-Linien von Philipp hat eine Treppe. Man kann also nicht nur einfach dran vorbeilaufen, man kann da auch hochlaufen.
Und ich habe da auch so drauf geachtet, zum Beispiel gibt es ja eine Kampagnenmission, in der Philipp ja tatsächlich wegen seiner Maginot-Linie dargestellt wird. Da hat sie ja nie richtig so bauen können, dass es komplett abgrenzt. Ich habe bei der Burg, die dafür zuständig ist, die Linie deswegen in den Rücken der Burg getan, weshalb er also theoretisch gesehen perfekt abgrenzt und dann noch mit Graben und Zugbrücke muss man eigentlich sagen, boah, der ist da völlig OP. Nur, dass es sein Torhaus so platziert, dass es nicht gebaut werden kann. Das heißt also, er baut da eigentlich die fast perfekte Abgrenzung. Aber er kriegt den Graben nicht zu und die Mauer nicht zu. Man kann also einfach durchlaufen. Und trotzdem hat er halt noch so eine Sternfortburg, weil der braucht da schon noch irgendwie eine vernünftige Hütte. Und zumindest bei mir ist es so, wenn ich an Sternforts denke, fällt mir vor allem Frankreich ein. Vor allem, weil viele Begriffe aus dem Festungsbau, viele Fachbegriffe davon sind französische Lehnworte. Und ja, entsprechend habe ich da ein bisschen getauscht, dass der Marschall keine mehr hat. Und beim Marschall habe ich stattdessen einfach eine optimierte Version seiner alten Burg genommen. Also von einer seiner alten Burgen genommen, so oder zweien. Diese Business-Stil hat nicht. Ich mochte diese Idee, dass das so eine Reihe von Stallungen hinter ihm ist. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, der auch noch die Stelle sehr gut von hinten verteidigt. Aber das mochte ich irgendwie. Dann habe ich ihm auch noch so die Idee gegeben, so ein bisschen bessere Torhäuser zu haben. Im Prinzip kannst du dich beim Marschall entscheiden. Bist du durch das doppelte Torhaus durch oder buddelst du dir durch die Zugbrücke? Die nächste Alternative wäre, dass du erstmal seine Stelle kaputt machst und dann nicht den Ball knusperst. Und auf diese Weise hat der Marschall trotz nicht so guter Verteidigung immer noch eine bessere Überlebenschance, ohne völlig OP-Design zu sein. Ja. Oh, was ist denn das Türmchen gut gegangen? Achso, war hier Sheriff mit seinem Dauerbeschuss. Ach, Richie. Ach, Junge. Ach, tu doch was. Genau. Jetzt tust du das nochmal, weil es Spaß macht. Nochmal. Nochmal. Ucha! Ach. Sag mal, Richie, was hältst du davon, wenn du mal den Marschall knackst? Die Waffenkammer ist voll, my lord. Was macht der Marschall jedes Mal? Er sammelt seine Truppen. Der Marschall sammelt seine Truppen, um Richie anzugreifen, jedes Mal beim Schwein, aber direkt vor seiner Burg. Ich weiß nicht warum. Gut. Ich frage mich, warum der Kalif nicht das obvious Ziel angreift. Der weigert sich. Und jedes Mal, wenn ich sehe, dass eine Armee hat, ist es schon zu spät, dann ist sie schon unterwegs. Alter, wie viel da von den Steinen zerquetscht wird schon. Von ein paar scheiß Truppen. Ja, so viel zu Richies Armee. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Ja, super. Was will ich jetzt mit meiner ganzen Wirtschaft? Wenn eh alle schon Geld haben, en masse. Und du kannst mir ein bisschen was davon geben. Richards Störkatapult-Karawane ist auch ganz lustig. Ob sie jemals ankommt? Gar nicht hinterher, meinen Leuten Geld zu geben, so schnell geben die es aus. Ach ja, und beim Kalifen wurden in seiner neuen Burg die Pechgräben wieder genervt, die haben jetzt wieder Firefly-Ausmaße. Dafür hatte jetzt Sheriff-Style durchgezogene Gräben direkt am Wall. Allerdings auch nur beim hohen Wall außen. Nicht beim niedrigen Wall und auch nicht innen. Dieser Hof da vorne zählt auch als innen. So, das ist eben so als letztes Abfackeln, wenn zu viele durchgekommen sind.
Und ansonsten, der Graben ist vor allem deswegen kleiner geworden. Also einer hat ja angemerkt hier von wegen, hey, wäre es nicht cooler, wenn der irgendwie weniger Pechgraben hätte, damit es nicht so viel kostet, den ständig wieder aufzuschippen. Das ist eigentlich weniger ein Problem. Das größere Problem ist, wenn der Kalif neben jemandem hockt. Die Geier sammeln sich. Das hatten wir ja letztens mit dem Abt gesehen, dass die Pechgräben des Kalifen dafür gesorgt haben, dass die Burg des Abts abgebrannt ist, weil er nebenan saß. Und das... Bist du geistig behindert, Schwein? Hm? Ey, guck mal, wo er seine Belagerungsräte parkt. Ich hab gesagt, greif Philipp an. Ich hatte gerade eben Crash to Desktop, warum auch immer, also als ich hier was geschickt habe an Versorgungsgütern. Was? Ich habe so ein paar Versorgungsgüter an Philipp geschickt, auf einmal hatte ich einen Crash to Desktop. So, im Sinne von, sagt das Spiel, unterstützt Philipp nicht, du Vollidiot. Bist du dumm? Ach, der hat dich nur in so einen Desktop gekickt. Ja, auf den Desktop einfach. Crash to Desktop heißt das Spiel. Ja gut, ja, stimmt. Eine Nachricht von König Philipp. Du spielst Crash Bandicoot? Sehr schön. Tolles Spiel. Habe ich gerade den dritten Teil heute auf 104% gemacht.